Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Stall-FMA, weil sich das so oft gewünscht wurde. Und zwar wird heute auch der Daily geschoren, da nehme ich euch dann auch ein bisschen mit. Und den werde ich auch noch ein bisschen reiten. Dann nehme ich euch heute wieder ein bisschen mit. Viel Spaß beim Anschauen. So, mittlerweile ist der Schermeister angekommen. Und ich tue hier gerade schon für den Daily seine Motive aufzeichnen. Und zwar wird er auf der einen Seite vermutlich ein D und Sterne bekommen, je nachdem, ob es gut aussieht. Und auf der anderen Seite ein Diamant. Und schauen wir mal, also der wird jetzt das erste Mal geschoren, aber bis jetzt macht ihm das noch nichts aus. So, der Daily ist jetzt fertig geschoren. Man sieht es jetzt in dem Licht nicht so gut. Unsere Schermaschine hat auch den Geist aufgegeben, deshalb mussten wir eine andere nehmen. Ja, die kleine Schermaschine schert ein bisschen kürzer als die große, deshalb sieht das jetzt noch ein bisschen doof aus. Aber das verwechselt sich dann in ein, zwei Wochen oder so, dann sieht es nicht mehr so kacke aus wie jetzt gerade. Und auf der anderen Seite hat er den Diamant, der ist auch echt gut geworden. Und hier sieht man auch besser seine Schuhe. Die Julia nutzt jetzt noch ein bisschen die restliche Tageshelligkeit aus und springt noch ein bisschen den Winnie. Und da dachte ich, nehme ich euch jetzt auch gleich mal noch ein bisschen mit, weil euch das ja auch immer interessiert, was so die Julia mit dem Winnie treibt. Und nachher reite ich noch den Daily ein bisschen Dressur. So, die Julia ist jetzt fertig mit dem Winnie. Und jetzt darf der Daily noch ein bisschen was schaffen. Gell, kleiner Mann.
Also die Pferde sind jetzt alle versorgt. Die Mira hat heute allerdings nochmal Pause, weil es doch heute alles länger gedauert hat, wie gedacht. Deshalb wird sie morgen geritten. Und zwar kriegen unsere Pferde, weil das so oft gefragt wurde, Müsli von St. Hippolyt, das ist das Strukturé. Kriegt dann wieder so ein Schälchen. Danke. So ein Schälchen. Genau, und dann haben wir Zusatzfuttermittel von Blue Horse. Und zwar kriegt der Daily hier Flohsamen. weil der immer so ein bisschen Kotwasser hat. Zwei von diesen Schälchen. Genau. Die gibt es hier in Pelletform, die gibt es aber in drei unterschiedlichen Formen. Die muss man dann allerdings nicht in Wasser lösen, weil normalerweise muss man die immer in Wasser lösen. Und so finden wir es einfach auch praktischer. Genau, dann haben wir hier auch noch von Blue Horse, was auch noch die Pferde kriegen. Und zwar ist das Leinsamenöl. Fällt es ein bisschen schief? So. Ja. Davon kriegt dann jeder zwei Pumpstöße. Das sieht ein bisschen aus wie Eiter. Ja, genau. Das ist so ein bisschen dickflüssig, also es ist nicht wie das normale Leinsamenöl, dass es so flüssig ist, das ist kalt gepresst. Und das geben wir immer im Fellwechsel, also immer im Herbst, Winter und im Frühjahr. Genau. Und der Vini kriegt dann noch hier Multifeed, weil der eine Vitaminbombe braucht. Davon kriegt er auch zwei Pumpstöße. Sieht ein bisschen eklig aus, aber das mag er auch sehr gerne. Mhm. Und die Mira kriegt noch immer... wie heißt es? Mönchspfeffer. Mönchspfeffer, genau. Gegen ihre Stutigkeit. Weil sie, ja, wir sagen immer gegen ihre Stutigkeit. Das ist, bei dem kalten Wetter ist die oft so sensibel und so. Und reagiert auf alles so sensibel. Und das hilft tatsächlich. Also wir benutzen es auch schon seit längerem, also seit ein paar Jahren. Meistens im Winter oder wenn es halt kälter wird. Da. Und es hilft auch echt. Also wir können es empfehlen. Da freut sich auch schon eine, gell? Ja. Marcelin. Kriegt ja den ganzen Tag nichts zu essen, das arme, dicke Pony. Armes Pferd. Der Winfried. So, ich bin jetzt gerade fertig mit dem Daily geworden und heute lief er echt richtig gut und ich war heute sehr zufrieden mit ihm. Er hat schön losgelassen nach einer Zeit im Rücken, also das dauert bei ihm einfach ein bisschen immer, deshalb sieht es am Anfang immer so aus, als würde er sich im Rücken festhalten. Das ist auch tatsächlich so, sieht nicht nur so aus. Genau, ich brauche dann immer noch so ein bisschen, bis ich ihn dann ein bisschen locker kriege. Das ist auch mir geschuldet, weil ich einfach auch ein bisschen steif selbst bin, aber ich war dann ganz zufrieden mit ihm. Und das war es jetzt von heute, von meinem FMA, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!